Schlange. Die Kollegin Buchholz hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Missfelder, wenn Sie uns denn doch gewinnen wollen für ein Ja zu diesem Einsatz, dann hätten Sie zumindest ein Argument nennen sollen und sich tatsächlich auch mit den Problemen dieses Einsatzes auseinandersetzen müssen. Es besteht kein Zweifel bei allen hier uns in diesem Haus darüber, dass die Lage im Darfur katastrophal ist. Das Mandat, das heute zur Debatte steht, und es stehen ja nicht Allgemeinplätze und das Afrika-Konzept der Regierung hier zur Diskussion, sondern das UNAMID-Mandat, das Mandat ist allerdings völlig ungeeignet, diese Lage zu verbessern. UNAMID ist der größte und teuerste UN-Einsatz in der Geschichte. Er kostet jährlich 1,8 Milliarden Dollar. Mittlerweile sind 23.000 Polizisten und Soldaten in Darfur stationiert. Bei meinem Besuch im Sudan im letzten November hat mir der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation gesagt, was er von der Darfur-Mission UNAMID hält. Ich zitiere: UNAMID ist eine große Geldfressmaschine ohne Auswirkung. Der Einsatz wird den Problemen in Darfur überhaupt nicht gerecht. Ich will das begründen. Erstens, dorthin, wo die Gefährdung von Zivilisten stattfindet, kommt UNAMID gar nicht. Nichts im Grenzgebiet zum Tschad, nichts im Grenzgebiet zum Südsudan und nirgendwohin, wo Gefechte tatsächlich stattfinden. Von der Bevölkerung wird UNAMID deswegen auch zunehmend als verlängerter Arm der Zentralregierung wahrgenommen. Weil UNAMID nicht als neutral angesehen wird, empfinden viele Hilfsorganisationen die Präsenz nicht als Schutz, sondern als Hindernis für ihre Arbeit. Das sind Realitäten, die Sie zur Kenntnis nehmen müssen, wenn Sie mit den Menschen reden, die die Arbeit dort in den Hilfsorganisationen machen. Ich habe das gemacht, Sie vielleicht nicht. Neben der bitteren Armut ist der Klimawandel eine der wesentlichen Ursachen der Probleme der Menschen in Darfur. Die Ausbreitung der Wüste zerstört die Lebensbedingungen, schafft neue und verschärft alte Konflikte. Letztes Jahr sind 40% der Ernte in Darfur wegen Dürre ausgefallen. Die 16 trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung 1910 waren in den letzten 30 Jahren. Wenn die Entwicklung so weitergeht, erwartet die UNO bis 2050 Ernteausfälle von 70%. Und ich sage Ihnen, solange die Menschen dort keine wirtschaftliche und soziale Perspektive haben, wird es keinen Frieden geben. Und dazu sagen Sie in Ihrem Antrag gar nichts, außer dass Sie mit dem Nordsudan keine Entwicklungszusammenarbeit machen wollen. Und das ist angesichts der Probleme ein absolutes Armutszeugnis. Ich hatte im November letzten Jahres die Gelegenheit, in Darfur mit allen drei dort zu dem Zeitpunkt stationierten Bundeswehrsoldaten zu sprechen. Einer von ihnen sagte, ich zitiere: Wenn wir unser Mandat, den Schutz der Zivilbevölkerung, nicht wahrnehmen können, sind wir hier überflüssig. Recht hat er. Beenden Sie den Militär- und Polizeieinsatz, der vor allen Dingen ein symbolischer ist, und beginnen Sie endlich, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie wirkliche Hilfe für die Menschen in Darfur aussehen kann.